Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier in San Myshuno, der Welt aus dem Großstadtleben Erweiterungspack. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter mit Lila und Luna und die sind beide immer noch sehr traurig. Ja, Krümel ist gestorben, Jonas ist gestorben, alle sterben gerade wieder, das gibt's doch nicht. Na, wie die fliegen, was hast denn du für ein Outfit an? Lila, bitte. Bitte zieh dich mal um hier, I'm so sorry, aber das machst du schon selber, okay. Ja, gehst du mal ausheulen hier, oder? Schlafen, ist auch okay. Brownie hat Hunger, fütter sie, ja machen wir. Luna, komm bitte, mach mal. Füllen und Brownie zum Fressen rufen. Ja, nicht, dass der uns auch noch hier irgendwie abnippelt, aber zum Glück können Tiere ja nur sterben an Altersschwäche, ja, nur in Anführungszeichen. Das Eis steht ja immer noch da, ist das noch gut? 4 Stunden noch, komm, dann kannst du mal einen Becher nehmen, ein bisschen Frust essen. Passt dir bald dein Kleid nicht mehr. Bitte zieh das doch um. Mädchen, ein Mädchen, ein Mädchen. Wir gucken auch mal bei dir rein. Viele haben gesagt hier, ja, die sind immer noch nicht älter geworden. Doch, die ist wieder älter geworden in Abwesenheit. Ich habe das aber umgestellt. Ich habe es auch schon vor ein paar Folgen kommentiert. Es ist schon länger wieder umgestellt. Nach Jahreszeiten haben die in den Spieloptionen, ich kann es ja mal kurz zeigen, wollten eh mal wieder ein paar hier, ne? Also Grafik, hier so, das sieht es bei mir aus. Ganz wichtig, wenn ihr keine Schatten habt oder sonst irgendwas, Laptop-Modus ausschalten bei euch, ausschalten. Retina-Display ist für macOS, glaube ich, nur drin. Ich weiß nicht, ob es das auch mittlerweile bei Windows gibt. So, Gameplay, das hat das Spiel selber wieder angestellt. Automatisches Altern, ungespielte Sims. Und ja, das ist nur aktiver Haushalt soll altern. Ne? Also die anderen Haushalte, die ich spiele, sollen nicht altern. Und die sollen auch nicht automatisch Geburtstag haben, wenn ich nicht da bin, so heißt das. Ja. Lebensdauer habe ich auf normal und Selbstständigkeit auf vollständig. Ne? Finde ich immer ganz witzig, wenn die das machen. Jahreszeiten habe ich natürlich alles aktiviert. Ja, 14 Tage, hier kann man auch die Jahreszeiten umstellen, die Dauer. So, jetzt aber mal geht's hier weiter. Oh, ist das schön hier, die Aussicht im Apartment, Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja. Sieht aus, wie wenn du graue Haare hättest, wegen dem Alien-Leuchten hier. Ja, mit euch, ich bin noch ganz irgendwie baff. Ne? Schönes neues Apartment jetzt. Und es gab wieder Kommentare, wir müssen wieder in den Baumodus rein. Ja, habt natürlich völlig recht. Ich strottel, du. Ai. Schreibtisch haben wir gar nicht. Das braucht natürlich die Lila. Ja, für ihre Kunstkritiker-Karriere, die vielleicht hoffentlich noch irgendwann mal was wird hier. Ja, müssen wir eigentlich die Couch hier opfern, ne? Für die Opfer-Couch. Ne, jetzt ehrlich mal, ernsthaft mal. Wir müssen echt, glaube ich, da noch irgendwie einen Schreibtisch reinbringen. Oder können wir den da irgendwo noch hinstellen? Gut, wir könnten den da vor das Fenster hinstellen. Das ist eigentlich auch so geil. So Apartment-Style-mäßig offen ein bisschen gestaltet. Und wir haben ja noch Geld vom Erbe von Blue. Das haben wir ja bekommen hier im Fun-Sport-Center. Das ist uns ausgezahlt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also ich möchte eigentlich einen Glastisch dann nehmen oder so ein. Ich finde den ganz stylisch. Da könnten wir vielleicht auch den lila Dinger nehmen. Den hatten wir ja eigentlich auch schon mal. Wobei dieser weiße da oder so neutraler natürlich auch mal gut passt, ne? Lila Goldstone ist ja eigentlich perfekt, ne? Ist eigentlich perfekt, die Farbe. Passt zur Eismaschine, sonst zu nix. Also ist schon zu knallig eigentlich für dieses Zimmer, ne? Der würde noch gehen. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn noch? Oder nehmen wir eine neutrale Variante? Geht halt immer, ne? Komm, wir nehmen den einen mit lila nur oben, aber... Oder lila, pink, wie auch immer, das ist halt, ne? Wollen ja mal nicht kleinlich sein, ja? So, und da gibt es da noch einen schönen, schmucken Stuhl dazu. Was nehmen wir denn da? Wir haben Geld jetzt. Die haben Geld jetzt, die Ladies. Die haben oft, ja, die haben ja oft irgendwie in den Kürzeren gezogen. Auch die Sky ist ja ins Futuristic Bungalow gezogen. Der ist doch stylisch. Ja, das ist voll riesig, ne? Voll das Oschi-Ding. Voll das fette Oschi-Ding hier, was soll das denn? Und die Luna ist wieder hier leer ausgegangen, ne? Das ist jetzt auch wieder so. Ja, komm, wir nehmen da irgendwie, das passt ja gar nicht zusammen, ne? Oh, der ist nicht schlecht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Irgendwie gefällt mir der Tisch gar nicht. Ich muss da irgendwie nochmal gucken. Ich glaube, ich nehme doch so einen da. Das gefällt mir 10-mal besser. 10-mal besser. Ja, wir nehmen diese PC News. Was, wie heißt das Ding? Nestwärme. Ja, so einen stylischen iMac-Verschnitt. So, was haben wir noch? Kerzen brauchen wir da noch, oder? Was brauchen wir denn da noch? Ich finde die Kerzen halt immer so schön. Es gibt so ein tolles Licht immer, wenn man das macht. Das ist auch ein total schönes Objekt, ne? Ein bisschen Blütenzauber hier.
Ist das in einer anderen Farbe? Oh ja, dann also, guck mal an. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So machen wir das doch, oder? Let's do this. Let's do this. Und noch ein bisschen Krams brauchen wir noch. Wo ist denn der Krams, Krams? Deko. Deko. Der Krams, Krams. Eigentlich müsstet ihr Papiertücher kriegen, so oft wie jemand stirbt hier. Was passt denn noch ins Apartment? Ein Messerblock? Nein. Da ist ein bisschen was Witziges, oder? Können wir mal noch was Witziges. Die Mädels und die Hasen da, das ist doch schön. Jetzt haben wir wieder einen Computer hier. Danke euch. Ich hab's ja wieder vercheckt, ne? So ist es halt. Was sind wir denn jetzt hier so? Ja, und das Zimmer wurde also ein bisschen zu gelb empfunden. Ich möchte es auch mal ansprechen, weil es nicht ganz eindeutig war. Findet ihr das Zimmer so nicht schön? Soll ich das irgendwie nochmal ändern oder soll ich das so lassen? Bitte mal kommentieren. Kommentieren, ja. Sind sie noch jung? Jungschens hier. Unsere Spielerin, die hat das Merkmal bekommen wegen Eifersucht, ist niemand. Betörend ist die unverführerisch, ist unsere Serienromantikerin. Eigentlich müssten wir irgendwas... Eigentlich müssten wir Partnervermittlerin werden oder irgendwie sowas hier, ne? Eieiei. So, ist in keiner Gruppe. Wir gründen die Gruppe, die Beauty Queens hier, oder? Komm, wir machen jetzt mal eine Gruppe. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir machen eine Gruppe. Die nennen wir die Klee Girls oder so. Die Klee Girls. Was nehmen wir für ein Bild? Dann nehmen wir das, oder? Wie können wir das noch cooler nennen? Die Klee Ladies oder so. Die Klee. Klee Ladies, oder? Ladies. Wir können auch die Kids einladen, ist dann trotzdem irgendwie cool, nur eingeladen natürlich. Und da kommen jetzt unsere. Die Rosie kommt dazu, die Sky und die Luna natürlich, unsere Alien-Zwillinge. Die Lia. Ja, das andere sind ja die Omis eigentlich. Darf man erst ab Teenager-Alter, oder? Machen wir es so. Die Hannah fehlt noch. Wo ist denn die jetzt? Wo ist denn die Hannah? Sei gemein. Kennst du die Hannah nicht jetzt, oder was? Ehrlich mal. So. Wieso ist denn die Hannah da jetzt nicht mit dabei? Ist ja doof. Das ist jetzt sehr blöd, das ärgert mich jetzt aber. Mädchen! Gut, die Violet und die Stella, die lassen wir, glaube ich, doch nochmal raus, oder? Ich finde das halt total praktisch. Weil dann können die immer so ein Ladies-Treff oder sowas machen. Das ist eine tolle Idee, oder? Ist das eine tolle Idee oder nicht? So, die Beschreibung ist... Da brauchen wir keine Beschreibung, machen wir jetzt keinen. Der Treffpunkt... Machen wir einen bestimmten Ort, der ist in der Klee-WG. Oder sollen die sich treffen, machen wir an der Klee-WG. Klaro. Und die Anforderungen, Beitrittsregel ist Alter, junger Erwachsener oder Teenager, geht auch. Lea ist ja noch Teenager. Erwachsen darf auch noch sein. Ja, das ist halt unsere Generation hier. So cool, oder? Goldstone, Braunklee, Klee, das ist auch ein Dings und das hier ist nur Klee. Ja. Wieso ist Hannah jetzt nicht dabei? Das ärgert mich jetzt. So, die muss ich nur bewerben. Finanzstatus. Nee, das ist alles in Ordnung so. Wir lassen das mal weg. Nur auf Einladung, oder? Kann man das irgendwie machen? Nur Eingeladene, genau. Gruppenaktivitäten, ja, also Aktionen, Essen und Trinken, alles was mit Grillkäse zu tun hat. Wir machen auf jeden Fall Kaffee trinken, ne, Kaffeeschlürfer hier. Ja, oder Bargetränke, das ist irgendwie cooler. So. Okay, dann machen wir jetzt noch was. Wieso gibt es denn hier nicht Eisessen eigentlich? Die sollen, wir machen jetzt eine coole WG. Was könnten die denn für ein Hobby haben? Wir müssen irgendwie so ein gemeinsames Hobby für die rausfinden, oder? Blasenmacher benutzen. Wow, den haben wir ja gar nicht. Wir können Filmeabend machen. Ich glaube, das machen wir dann aber spontan oder so. Ne? Die sollen immer ein Getränk sich holen und den Rest machen wir dann immer je nachdem.
gehen wir mal in den Pub, gehen wir mal in den Club. Ja, wir brauchen noch so einen Insider, was die immer machen. Feuer abhängen. Frühlingsaktivitäten. Oh, das ist ja auch neu. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja mal cool. Das ist doch eine tolle Sache für das Jahreszeitenerweiterungspack, oder? Dass wir da dann die ganzen Interaktionen auswählen, die man halt so zu der Jahreszeit macht. Das ist doch mal eine coole Sache. Die Klee Ladies Jahreszeiten-WG-Gruppe, whatever. Whatever. Was sind die Herbstaktivitäten? Da ist es doch. Guck mal an. Hab's noch gefunden. Jetzt noch den Winter. Komm, alles, was Spaß macht. Schneemann, Pfützen, alles, alles. So, und Don'ts. Unerwünscht ist natürlich. Hallo? Hängt mein Rechner jetzt oder was ist los? Komm, klappt das Ding aus. Kann das nicht dein Ernst sein, dass du jetzt hier rumspackst? Unfug. Unfug, Unfug, Unfug. Man soll nicht, was soll man nicht machen? Das ist alles erlaubt, oder? Alles erlaubt. Man soll niemanden erschrecken, oder was? Nee, das lassen wir doch weg. Im Schrank spielen, haha. Man soll nicht duschen. Was ist das denn? Das ist ein Blödsinn. Nee. Wir haben was gegen Frösche. Frösche suchen. Also keine Frösche suchen. Sucht nie Frösche, als ob wir die ganze Zeit Frösche suchen würden, ne? So. Frühling, mit dem Frühlingshasen sprechen. Das hätte ich jetzt gemacht, aber das gibt's nicht, ne? Man soll nicht. Ach was, man soll alles machen. Man soll alles machen. Ja, was wir meinen, nichts Unerwünschtes. So, haben wir es das, oder? Die Klee-Seasons-Ladies hier, oder? Müssen auch noch eine Männergruppe dann machen, hallo? Ja. So, Glückwunsch. Ja, wurde aufgenommen. Kannst du nicht mal, hallo? Willkommen in der Gruppe Klee-Ladies. Ich freue mich, dass dich zum Beitritt. Wir werden uns alle hier treffen. Kommt zum super geheimen Treffen. Okay. Dann müssen wir jetzt aber die. Wir müssen noch die Hanna einladen. Was ist denn da los? Hanna, kommst du auch? Wir haben Klee-Ladies treffen, aber die Lila konnte dich nicht einladen. Kommst du vorbei? Oh, ist nachts um 0 Uhr irgendwas, shit. Hanna schläft. Ja, super. Mit wem hast du denn geredet? Mann. Ist ja schon wieder alles aufgefressen. Ja, mach nochmal hier voll. So, was sind die Ladies jetzt? Hier, komm mal rein. Hier, komm mal rein. Ja, hallo. Runde herbeirufen. Machst du mal das Fräschchen hier. Lila muss aufstehen, komm. Aufgestanden. Outfit ändern. Zieh mal dein. Du bist auch pummelig geworden. I'm so sorry, aber das ist. Du warst immer so ein Hungerhaken. Ich meine, so rum gefällt es mir besser. Du musst noch kurz hier im Spiegel dich frisch machen oder so, ne? Dich frisch machen hier. So, hallo, willkommen. Ist immer noch traurig. Yay. Alle Klee-Ladies rauswerfen. Boah, wie fies. Hey, super, hallo. Was können wir denn für einen Geheimhandschlag machen oder sowas? Das haben wir doch bestimmt schon ein bisschen Punkte, oder? Da oben, unten schnipsen hier. Was ist das? Kreuzen, kreuzen, zeigen. Oder vorne, hinten, oben, unten. Ja, geil, Fauststoß. Vorne, hinten, oben, unten. Das finde ich witzig. Kann man mal das mal kaufen. Jetzt haben wir immer noch 15 Punkte. Na toll. Dann macht mal den Geheimhandschlag. Wo ist denn das jetzt? Gruppen. Gruppenhandschläge. Handschlag Klee-Ladies. Genau, mach das mal. Komm, Lila, du bist hübsch. Alles gut. Sorry, dass ich dich hier blöd angepummelt habe hier. Sieht alles gut aus. Ich will das Ding zwar nicht so reinstopfen da, aber. It's schon okay.
So, komm, bitte mal um Rat bitten. Ihr müsst euch ein bisschen gegenseitig trösten, würde ich mal sagen. Wow, cool. MC da, ja, hallo, Ladies. Super. Ladies Night. Oh, yes. Wir müssen auch mal gucken, so ein bisschen nebenher. Wir können ja noch Sachen machen zusammen. Oh, wir können auch dann mal die Staffelpremiere angucken. Das ist ja morgen ist ja Staffelpremiere. Das ist ja toll. Das ist gut. Sollen wir zusammen Fernsehen? Guck mal zusammen Fernsehen. Wieso backen wir schon wieder da rum? Und keinen Kuchen. Und wieso ist das Futter schon wieder? Schon wieder leer. Du bist ja ein gefräßiges Vieh, du. Was hat denn der für Merkmale eigentlich? Der Hund. So. Unruhestift drin, unabhängig Couch Potato, ja. Komm, wir gucken zusammen einen Film an. Aber nicht von Kaugummitieren, sondern von Alsimara, die Welt aus dem D-Sims 3 Reiseabenteuer Erweiterungspack. Ja, das ist nur ein Aufstellerlama. Oh, da gibt's eine Chin-Lampe. Der war aber ein Freizeitspaß drin. Nee, das war bei Sims 2. I'm so sorry. Oh, Schlangenbeschwören, schon könnte man machen. Ja, wir haben nicht, leider nicht genug Platz für euch alle. I'm so sorry. So, Brumsbabs. Brumsbabs. Komm, bei uns ist doch warm hier. Zieht mal eure... Oh, was machst denn du, Luna? Was machst denn du da? Ja, plaudern. Ja, ja, nur plaudern. Nee, nee, hab's genau gesehen. Über Gruppe Glühladies reden. Genau. Hey, was haltet ihr denn davon, wenn wir die Hanna auch einladen? Eigentlich gehört ja auch dazu, oder? Jeps, machen wir. Jeps, jeps. Sehr gut. Sehr gut, oder? Gruppe. Guck mal, ein paar Screenies mal von der Gruppe. Das ist voll peinlich. Das ist ja immer noch voll traurig. Was ist denn los? Ist ja doch voll laut heute wieder. Könnt ihr euch ein bisschen irgendwie Geschenk geben, irgendwie aufmuntern, freundliches Geschenk geben? Ja, Dschungelmachete, na klar. Wieso hast du denn die ganzen Void-Kreaturen? Kannst du mit denen eigentlich noch spielen? Schwarzer Tee. Da, ich habe noch einen schwarzen Tee im Winter. Tabe Fondo. Auch cool, oder? Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Und was ist drin? Eine Tasse schwarzer Tee. So, oh, für mich ein schwarzer Tee. Das ist aber lieb von dir. Wow. Hab ich ja noch nie bekommen, du. Ist ja einfallsreich. Über Frühgeschichte reden. Was ist denn du schon wieder? Bewunderung ausdrücken. Oh, ich finde dich so hübsch, Lea. Siehst aus wie Felix, Lea. Ehrlich mal. Lila sieht aus wie ich. Nee, ist gar nichts geil. Guck mal deine Ohren an. Ey, die Ladies wieder hier, die plaudern hier. Ja, und Rosie räumt auf, guck mal an. Ich find's cool. Wollt ihr nicht mal irgendwie ein bisschen rausgehen? Die Nacht ist noch jung, ist gerade mal 3:30. Jetzt. Hier haben wir ja gar nichts. Das ist alles geschlossen, oder? Lass nochmals auf. Was kann man da kaufen? Oh, Luna, du musst mal deinen Dinger anrufen da. Dein Dinger. Nee, dein Cowboy. Wo ist denn der? Wer war denn das nochmal? Wer war denn der Cowboy? Ich weiß es nicht mehr. Das sah so cool aus. Wir müssen mal wieder ins Western-Restaurant gehen. Aber bestimmt hat er gerade nicht Schicht dann. Was ist jetzt doof? Wo ist denn der Cowboy jetzt? Wir hatten voll den coolen Cowboy. Aber ist irgendwie weg. Hast du mit dem überhaupt gesprochen? Vielleicht hat ihn auch die Lila dann noch irgendwo im Inventar. Im Inventar. In den Kontakten. Hat die Nummer abgecheckt hier? Der Jonathan, was? Nee, das ist ja der Tom. Das sind ihre ganzen Dates hier. Wo du kennst die ganzen Typen hier, ne? Wer war das denn? Wieso gehst du jetzt in das Bett, Luna? Dein anderes ist deins. Das andere ist deins. Auch wenn das bisschen gelb ist, das dein. Dein Bett. Beanspruchen. Luna hat bereits Anspruch. Ja, dann schlaf doch da drüben. Ach komm jetzt, sorry, aber was soll das denn jetzt? Wenn du genau weißt, dass das deins ist, dann kannst du auch da schlafen. Erstmal heulen und dann schlafen, so. Seid ihr weniger traurig, weniger lang traurig. Aber wo ist denn jetzt der Cowboy? Wir haben so viele Geister hier als Kontakte. Das ist ja blöd jetzt, müssen wir den Sim suchen. Wir hatten da auf jeden Fall hier, hallo, wo ist denn der denn jetzt? Glaube ich aber nicht. War das der Tobi? Ich glaube, das war nicht. Der war nicht. Nee, das war ja dein Date.
Aber was war's dann? Wer war's denn dann? Aber du könntest mal deinen Schwarm hier anrufen, mit dem du im Urlaub warst. Ich glaube, es war der. Nee, es war. Wir können auch mal Red einladen. Kann man die nicht einladen? Kann man die nicht einladen? Das wäre doch mal cool, jetzt, wenn man die Geister irgendwie einladen könnte. Jonas, kommst du zu Ladies Night? Geister geht nicht, ne? Tante. Tante Red. Ra! Ja. Ihr müsst zusammenhalten, Ladies. Also ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem Cowboy ist. Wir müssen dann doch wahrscheinlich nochmal ins Western-Restaurant. Kann man da irgendwie im Internet eine Anzeige? Ich hab Cowboy hier. Können wir vielleicht gucken? Das möchte ich jetzt mal gucken, kurz. Ich geh mal kurz in Welten verwalten. Gucken mal, ob der irgendwo wohnt. Aber ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. Und ich weiß gar nicht mehr richtig, wie der aussah. Doch, ich glaube, der hatte rote Haare. Gut, der hat den Cowboy-Hut an. Aber das war ja das Outfit von dem Laden dort, ne? Eieiei. Wir gucken mal kurz einfach, wer hier so rumlungert. Nee, das war da nix. Life is Strange vergeht, Karaoke-Legenden. Gut, wir könnten mal in Oasis Springs gucken, vielleicht weil der da wohnt, aber wir gucken am besten hier über die Tonne, ne? Meine Haushalte hier. Oder war der hier dabei, bei den Dates? Ich weiß es nicht mehr. Das ist echt komisch. Sieht man auch so schlecht. Das jetzt der war? Wisst ihr das vielleicht noch, wer das war und wo der wohnt oder so? War das doch einer von euren Dates oder war das ein Standard-Sim? Gut, das sind ja hier die Bewohner da von dem Ding. Der war es nicht. Das war ein Kellner auf dem Western-Restaurant. Nee, ich sehe niemanden hier. Cool, die ganzen Families, voll die Erinnerung hier. Die Gartenspassis. Das war ja mal cool. Lappalappa. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was war denn da noch? Komm, lade mal. Wir müssen jetzt die ganzen Befruchtungstechniker, da sind das die? Bello. Nee, das war da gar nicht. Komm. Nee, Mama, jetzt lad mal schneller. Come on. Liebe Spiel, mach mal hin, ne, ja. Morichuki, nee. Aber wie viele sind denn das? Wir müssen das Date finden für Luna. Die braucht endlich mal einen Mann. Ja, mal nicht sein. Come on. Bei Lila bin ich da ganz gechillt, weil die ist ja Serienromantikerin so. Da ist er nicht so erwählt. Aber wir könnten eigentlich nur wieder ins Western-Restaurant gehen und gucken, ob der Dienst hat einfach. Die ganzen Katzenladies hier. Nee, da war es auch nicht. Ah, das sind das viele. Was ist denn da los? Wobei alles Single-Haushalte. Kein Wunder, habe ich keinen Platz in meinen Welten. Sollen wir mal eine WG gründen hier? Mal diese komischen automatisch erstellten Sims da. Das eine hässlicher als der andere. Nicht mal hübsch gestaltet irgendwie. Al-Arabi, nee, das ist nix hier, das ist nix. Die Bros. Nee, der Schmitz. Nee. Ist der da überhaupt dann drin oder ist das vielleicht so ein zufällig Erstellter, der gar nicht irgendwie auftaucht hier? Kann natürlich auch sein. Nee, das waren die, glaube ich, auch nicht. Ach, wie doof. Jetzt kommen hier die Brindleton Bays. Nee. Wo war denn der Cowboy dann? Ach, Mann, ist das doof. Soll doch mal gucken. Besuchen. Mit unserer Klee-WG. Wo sind die denn? Da. Ja, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal kurz noch zum Western-Restaurant, gucken da mal kurz rein. Vielleicht ist er ja da. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht habt ihr noch eine Idee. Schreibt das mir in die Kommentare, falls ihr da was wisst. Ihr könnt auch noch mal die Western-Restaurant-Folge angucken. Die ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, es war noch Dschungelabenteuer. Ja, auf jeden Fall. Und
Und ja. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken dann. Weil den hätte ich schon gerne. Hätten wir gleich schnappen müssen, verdammt. Ich dachte aber, wir hätten mit dem geredet, dass wir da irgendwie Kontakt hergestellt haben. Aber nee. Ist wohl nicht so, ne? Wir arbeiten heute da. Das ist ja die Bauer da. Nee, das ist dieser Basu. Nee, das ist ein anderer. Das ist eine andere Schicht hier. Das ist eine andere Schicht. Ja, leider. Ist er das? Nee, das ist der Beast hier vom schönen Beast, ne? Adam Beast. Aber das ist auch hübsch. Willst du mit Adam Beast vom schönen Beast-Schloss hier? Was machst du mal? Nutz deine Elternfreudenmerkmale. Ja, eine gute Erziehung von Jonas. Ja, gute Manieren. Um das hinzubekommen jetzt. Komm, dann bist du nicht mehr so traurig. Oh, das ist die Stalkerin auch. Hi. War ja klar. Julia. Komm, die müssen wir auch mal hier freundlich vorstellen. Oh, ich hasse Blubbermaschinen. Ja, wieso hast du Blubbermaschinen? Oh, die, da geht gleich mal aufs Klo. Hey, jetzt läuft er schon wieder weg. Was sind das? Was sind das für Tipps denn hier? Das gibt's doch nicht. Romantic. Fragen, ob es Single ist. Komm, fragen, ob es Single bist. Danke. Hallo, Stalkerin. Ja. Bisschen freundlich. Ja, die kenne ich schon ewig. Ja, ist eine alte Freundin von mir. Ach ja, ihr wieder. Ja, du kennst auch jeden. Masami, oder wie heißt du? Masami, genau. Masami Ikeda. Wie Ikea, nur mit D. Masami. Jetzt nicht mit der anderen Blau, oder mit der Sandy. Das wird die Stalkerin 2.0. Komm, Luna. Hol dir deinen Tipsy, so wird nichts mehr. Du bleibst eine Witwe, eine Single-Frau. Oh, der muss arbeiten, ne? Yips. Oh, da ist die Miss Knittleface. Aber wie geil, die Miss Knittleface ist auch da. Die Erna Knittleface. Oh, du bist Single? Sehr gut, das trifft sich aber gut. Traust du dich nicht näher ran, Luna? Jemanden parodieren, parodier mal jemanden. Kannst du die Belle parodieren? Die Miss Knittleface ist da, oh wie cool. Die hat einen neuen Lover, die Erna Knittleface. Oh wie geil, wer ist das? Emanuel Figueroa hier, oh wie cool. Adam hat entdeckt, dass Luna Clea ein Alien ist. Luna Clea hat nicht mal versucht, das zu verbergen. Doch schon ein bisschen, hallo? Wir waren ja immer die es verbirgt hier, ne? Komm, gibst du ein Geschenk, das ist immer gut. Da kommen auch Aliens rein in den Laden, die sind alienfreundlich. Kannst du ihm mal, vielleicht aus der Kindheit, so eine Pokémon-Karte, der Intrigator. Intrigator, komm. Soll ich meine Karten wirklich verschenken? Ja, komm, das machst du, die haben wir eh nie benutzt. Komm, du musst arbeiten, ne, voll doof. Kommt schon wieder die Stalkerin. In diesem Sinne, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Jetzt haben wir ja den Kontakt, ne? Dann nehmen wir halt den. Vielleicht wisst ihr aber trotzdem noch, wer der andere war. Und dann gucke ich danach. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute. Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier im Let's Play. Das ist das Western-Restaurant. Gibt's in der Die Sims 4 Galerie als Download. Und natürlich auch, Momentchen mal, als Let's Build hier im Channel. Wer war das jetzt hier? Das ist, glaube ich, ein anderer, oder? War das der Raffaello Breeze? Er ist auch verheiratet. Stell dich mal lieber vor. Wir machen jetzt eine Bachelor-Challenge oder so. Oh, ich glaube, die haben was miteinander, so würde ich sich angucken. Komm, Luna, auf wie mit Gebrüll, wir sind am Ende. Ich habe schon wieder 10-mal überzogen hier. I'm so sorry. Aber schöne lange Folgen zwischendrin ist auch mal okay, oder? Hallo. Bist du vielleicht auch mal irgendwie Fotos teilen? Das kannst du mal machen. Oder zeig dein Hundi, genau, das ist total toll. Bist du schon wieder müde? Ah, die müssen alle arbeiten, das ist blöd, die abzuhalten. Da bricht sie mal ab, ne? Komm mal nochmal freundlich nach Karriere fragen. Hey, was hast du eigentlich für eine Karriere? Jetzt kommt bestimmt gleich, ich bin arbeitslos. Ja, logisch. Bist du hier schwarz eingestellt oder was? Oh, was arbeiten sie eigentlich? Kellner Level 1 bei Western Restaurant arbeitet. Oh, cool. Und ich habe ein rotes Auto. Ernsthaft? Das wollen wir aber sehen hier, ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute. Ihr könnt ja mal schreiben, ob wir den anderen noch suchen sollen oder ob ihr wisst, wer das war. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr richtig, wie der auch aussah. Vielleicht war es ja auch ein Sim, den ihr erstellt habt. Ja, Lila, ernsthaft jetzt. Schwimmst du da im Wassertrog? Lila, das ist ein Wasserdruck für die Lamas hier und das Kaugummitier, das eigentlich auf dem Ding drauf sitzen sollte. Jetzt reicht's mir aber heute. Ich komme heute nicht mehr zum Ende. Ja. Wenn ihr was wisst von dem verschwundenen Kellner, dann bitte gern schreiben.
Guck mal, das Kragenmädchen reitet auf dem Lama-Hähnchen. Ah. Ja, das ist ein Wasserdruck für die. Lila, jetzt bitte, komm raus da. Ist das nicht dein Ernst? Ja. Oh, Mike Macarena ist auch da. Hallo. Der ist so cool, die Giraffe da, das Giraffenkind. Ich danke euch. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Nächstes Mal geht's weiter. Schreibt, wenn ihr was wisst von den Kellnern. Schreibt, welchen ihr von den anderen Sims ihr jetzt bevorzugt. Das ist das Western-Restaurant. Ich bin Daniel von Simfans. Ja, wir sind am Ende. Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.